Ja, was machen wir jetzt? Jetzt werden wir den Wagen. Noch mit Pigmenten einfärben. Nehmen wir in diesem Fall mal gucken. Ja, da gibt es hier so ein schönes Staub- und Pigmentfarbe Alter Rost. Wie gesagt, da benutze ich ganz gerne die Sachen von Hahn und Fein. Habe aber auch aus dem Malerbedarf Pigmente und auch, ich weiß gar nicht von wem der Hersteller ist, da steht nämlich gar nichts mehr dran, die habe ich mir auch irgendwann mal geholt. So. Jetzt nehmen wir hier so ein paar Pigmente. Hier so eine Süßigkeiten-Display ist immer ganz gut, wenn man sowas aufbewahrt. Egal von wem. Hauptsache, man hat solche schönen Vertiefungen. Und jetzt kommt das Lösungsmittel. Da hat Hahn und Fein halt ein spezielles für entwickelt. Damit wird das Ganze verflüssigt. Ruhig ein bisschen mehr, weil das verfliegt nämlich ganz gut. Einen etwas härteren Borstenpinsel. Schön vermengen. Also es ist recht flüssig, wird aber auch gleich pampig, wenn das erste verflogen ist. So, und jetzt fangen wir nochmal mit dem Fahrwerk an. Hier habe ich ja das Fahrwerk sowieso nicht so extrem lackiert. Und dann wird das jetzt großzügig darauf eingearbeitet. Natürlich immer aufpassen. Bei manchen Fahrzeugen kann schon mal schnell, wenn man jetzt zu fest mit dem Pinsel arbeitet, was abbrechen zum Beispiel. So, wie ihr jetzt seht, da ist so eine richtig dicke, fette Schicht drauf. Die trocknet jetzt langsam an. Dieses Lösungsmittel hilft auch so ein bisschen, dass es dann halt ja, sich anhaftet. Jetzt machen wir hier auch noch ein bisschen. So, hier hat er ein bisschen mehr Dreck. Auch noch mal da drin. Das Schöne ist jetzt zum Beispiel auch, ich brauche jetzt mit diesen Pigmenten nicht großartig auf die Beschriftung zu achten, weil ich kann es dann nachher wieder abfegen. Ihr seht, ich hau da richtig was drauf. Der Wagen wird gleich doch wahrscheinlich ein bisschen älter, als ich es erst gesagt habe. Aber irgendwie habe ich da jetzt gerade Lust zu. Das Lustige ist, man weiß eigentlich nie im Voraus, wie das Ergebnis wird.
weil jedes Material reagiert anders aufeinander. Die Hersteller haben anscheinend auch nicht immer die selbe Mischung in ihrem Kunststoff, was man ja schon sehr gut von der Firma Roku kennt. Da gab es ja leider mal so ganz schlimme Zeiten, als die Rungenwagen, die KBS 442 und so weiter aus reinstem Bruchplastik bestanden. Aber Gott sei Dank gibt es das ja zurzeit hoffentlich nicht mehr. Also, ich habe es noch nicht wieder ein Fahrzeug so erlebt. So, die Front werde ich jetzt ganz dick einpacken. Hier bei dem Brabawagen muss man immer sehr auf die Griffe achten. Die sind so schön filigran, natürlich dadurch auch empfindlich. Aber das geht, wenn man so ein bisschen aufpasst. So, hier packe ich auch alles richtig schön dick ein. So, jetzt seht ihr, hier kann ruhig ein bisschen dicker, das ist sehr flüssig. Da arbeite ich jetzt die Farbe auch so richtig ein, dass der Griff aufpassen. So, hier könnt ihr schon leicht sehen, wie das jetzt antrocknet und auch so schon rostige Farbe kriegt. Und ja, wenn der Wagen gleich fertig getrocknet ist, geht es dann weiter. Bis gleich. So, der Wagen ist jetzt trocken bzw. Pigmentfarbe. Wie ihr seht, richtig schön eine rostige Farbe. Jetzt nehmen wir einen stärkeren Pinsel und streichen die Pigmentfarbe wieder ab. Hier seht ihr, die Beschriftung ist auch wieder da. Und ich kann jetzt variieren, wie viel Dreck ich stehen lasse oder wegmache. Wichtig ist, setzt euch einen Mundschutz dabei auf. Weil ich weiß nicht, ob die Kamera das aufnimmt, aber hier ist ja doch ein ganz schöner Staubnebel jetzt gerade, der da aufsteigt vom Wagen. Ich habe jetzt so ein paar Farb
Partikel auch hier aufs Dach übertragen. So, das Fahrwerk sieht ja relativ gut aus, aber da ich ja gesagt habe, der Wagen soll ja nicht ganz so alt sein, werde ich das jetzt auch wieder ein bisschen säubern. Es wird sich auch gleich, wenn ich den Klarlack auftrage, auch nochmal verändern. So, die Bremsbacken, die lasse ich eigentlich so. Ein bisschen abhusten. Das ist mir noch zu viel. Also ein bisschen stärker. Ihr seht, auch schon wieder anders. Und gleich beim Klarlack noch wieder anders. Das ist eigentlich immer das Interessante an den ganzen Sachen. Wie sich daraus dann entwickelt. So. Ja, wie ihr seht, das ist eine ganz schöne Bürsterei. Aber hier heißt es so schön, das Ergebnis zählt. Viele werden auch wahrscheinlich schon gesagt haben, oh Gott, der Wagen ist jetzt total versaut. Das kann ich mir richtig vorstellen. Aber wir müssen uns halt überraschen lassen. Wie es am Ende aussieht. Und wir haben ja auch noch jede Menge Möglichkeiten. Da unten habe ich glaube ich auch eben nicht gemacht, ne? Noch was zu verändern. Das Tuch ausschlagen. Und der Vorteil jetzt, wie gesagt, auch bei den Pigmentfarben ist halt folgender. Ich kann wieder Wasser nehmen. Einen Q-Tip und mach die Stelle, wo ich möchte, wieder sauberer. Auch hier die Beschriftung. Da tun wir auch mal so, als wenn einer drüber weggewischt hat. Abtupfen.
Brocken drüber gehen. Bei Beschriftung müsst ihr immer vorsichtig sein. Manche gehen schon mal schnell ab. Solltet ihr vorher getestet haben, wo ihr wie viel Druck ausüben könnt und wo nicht. Aber das ist relativ so von Hersteller zu Hersteller. Hier mal ein Beispiel, ne? Wie viel Dreck ich da jetzt wieder runtergeholt habe. Und auch hier an der Beschriftung kann man jetzt sehen, ja, da hat mal einer mit einem Lappen drüber gewischt, ne? So, dann werden wir da jetzt wieder eine Schicht Klarlack drüber machen. Diesmal nehme ich den Matten von Valeo. Und dann werden wir da jetzt erstmal gucken, kommt das schon? Ja. Leicht einnebeln. Damit ich jetzt nicht zu viel mit dem Luftdruck wieder runter spüle. Ja, der andere Fahrwerk, der löst sich schon eigentlich wieder. So, jetzt heißt es wieder trocknen. Bis gleich. So, der Wagen ist jetzt trocken. Ich versuche euch den nochmal eben gerade vor die Kamera zu halten. So sieht die Seite aus. Die Front. Moment. Die andere Seite. Das Dach hebt auch seine Strukturen hervor. Ich hoffe, das erkennt man alles so in der Kamera. Aber eine Sache mache ich jetzt noch. Wie gesagt, der sollte ja sowieso nicht so stark werden. Aber von Valeo gibt es noch so ein schönes Wash. Sepia heißt das. Lavado Sepia 73200. Das macht auch immer ganz lustige Effekte. Nicht immer. Aber doch, ab und zu. Wie gesagt, auch sehr flüssig. Das fülle ich jetzt zum Beispiel hier nochmal die Feder mit auf. Das sind dann jetzt halt so Details, die man eigentlich nur beim näheren Hinsehen beachtet. Auch die Federn kriegen was ab.
Schüssel hier unten im Rahmen. In die tiefste Ecke. Auch was rein. Auf der anderen Seite. Das war das. Dann kann man noch Folgendes machen. Und zwar die Bremsklötze. Da gibt es von Valeo 7129 leichter Rost. Und wer Bremsklötze schon mal gesehen hat von so einem Waggon, dem wird auffallen, dass sie doch schon häufig sehr rot sind. Das ist dann jetzt was für die ruhige Hand. Zumal weil den Brabawagen hier, sie sehr schmal sind. Muss eigentlich beim nächsten AW schon wieder ausgetauscht werden. Das ist wie gesagt auch so ein Gimmick. Der beim genauen Hinschauen eigentlich erst auffällt. Aber mir gefällt's. Das erkennen. Ich hoffe es. Auch da oben jetzt nochmal das Sepia auf dem Dach. Ja, das war dann so die Alterung. Und so variiert das natürlich bei jedem Wagen anders bei mir. Aber im Großen und Ganzen, es ist immer dasselbe Prinzip. Jetzt müssen wir noch die Räder einbauen. Und dann werde ich noch ein paar Fotos davon machen. Das Ergebnis auch noch an dem Film dranhängen. Ansonsten hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Dass der Film nicht zu lange geworden ist. Oder die Teile. Ich weiß es ja noch nicht, wie ich es zurechtschneiden kann. Aber ansonsten, wenn ihr weitere Wünsche und Fragen habt, schreibt mich einfach direkt an oder Kommentare oder wie ihr es auch sonst gemacht habt. Und bis dahin, bis zur nächsten Sendung von Mittelstadt TV, sage ich dann erstmal Dankeschön und Tschüss.